Herzlich willkommen bei uns bei Express und heute ist uns zugeschaltet vom Flughafen, nämlich Herbert Scheibner, der Präsident des Europäischen Instituts für Terrorismusbekämpfung und natürlich ehemaliger Verteidigungsminister. Ja, der Anlass dieses Interviews ist natürlich die Absage des Taylor Swift-Konzertes wegen einer Terrorwarnung und sehr viele enttäuschte Menschen, die sich wahnsinnig auf dieses Konzert gefreut haben. Die Frage, ist die Sicherheitslage in Europa zurzeit wirklich und vor allem in Österreich so bedenklich? Wird es jetzt auch in Zukunft öfter zu solchen Absagen kommen oder zumindest zu deutlich strengeren Sicherheitsvorkehrungen? Ich glaube, dass diese Bedrohung ja nicht neu ist. Experten haben seit Jahren davor gewarnt. In Europa und besonders in Österreich versucht man das immer ein bisschen wegzuschieben. Aber spätestens seit dem Terroranschlag im November 2020 in Wien sollte man wissen, dass es eine reale Bedrohung gibt, dass es Extremisten gibt, die überall zuschlagen können und dass man auch keine hundertprozentige Sicherheit schaffen kann, aber natürlich alles dazu tun muss, um solche Anschläge zu verhindern und Extremisten möglicherweise schon im Vorfeld außer Gefecht zu setzen. Diese potenziellen Attentäter sind ja durch den IS auch im Internet radikalisiert worden. Der IS ist, glaube ich, bei uns ein bisschen fast in Vergessenheit geraten. Wieso gelingt es einer solchen Organisation noch immer, Jugendliche zu erreichen? Hat man da zu wenig getan in der Integration? Oder ist das einfach, muss man da ehrlich sagen, das wird einfach immer passieren und dagegen kann man nichts tun? Ja, natürlich kann man etwas dagegen tun und man muss etwas dagegen tun. Man kann noch einmal 100% solche Anschläge und Radikalisierungen nicht ausschließen. Aber man hat das Problem in den letzten Jahren auch in Österreich kleingeredet. Und wir müssen ja auch sehen, dass auch der jetzige Gott sei Dank verhinderte Attentäter nicht von außen hier irgendwie hereingekommen ist aus einem Kriegsgebiet und sich dort radikalisiert hat, sondern die sind hier geboren, hier aufgewachsen, sozialisiert worden, aber eben nicht ausreichend, wie man sieht. Aber die sind hier in die Schule gegangen und haben sich hier in einem Umfeld, wo wir in einer Demokratie leben, wo wir eine liberale Gesellschaft haben, so radikalisiert, dass sie eine Tat planen, wo sie möglichst viele Menschen umbringen wollen. Ja, das finde ich ist eben das Erstaunliche, dass das ja eigentlich ein österreichischer Staatsbürger war. Man kann da nicht mal sagen, dass das irgendein ganz massiver Migrationshintergrund war. Und trotzdem ist es möglich, dass es übers Internet dann doch so weit führt, dass man junge Menschen zu solchen zumindest Planungen führen kann. Ist das ein bisschen ein Versagen des Bildungssystems, der Integration? Wieso integriert sich sozusagen auch die zweite oder die erste, die zweite Generation nicht so weit, dass sowas nicht mehr passieren kann? Man muss ja sagen, dass die überwiegende Anzahl auch der muslimischen Zuwanderer nicht radikal sind, Gott sei Dank. Aber es reicht, wenn es hier nach Umfragen gibt, es ja so 10-20%, die empfänglich sind für radikale Ideen. Und hier muss man zweischichtig vorgehen. Man muss auf der einen Seite klar machen, dass man derartige Handlungen und auch diese Ideen nicht akzeptiert und wo immer das auftritt, man vehement dagegen vorgeht, auch mit der Staatsgewalt, so wie bei Rechtsextremismus, auch bei Linksextremismus und auch bei islamistischen Extremismus muss man das eben ganz klar zum Ausdruck bringen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch ein Angebot zur Integration geben, weil gerade jene, die in den vergangenen Jahrzehnten eine multikulturelle Gesellschaft so als tolle Utopie hergestellt haben, haben aber sehr wenig dazu getan, dass das auch wirklich funktionieren kann, weil dazu braucht es eben klare Regeln und dazu braucht es aber auch Unterstützung, dass diese Integration funktionieren kann. Hat die Polizei, hat das Bundeskriminalamt, haben die Instrumente an der Hand, dass man solche Anschläge verhindern kann? Weil es gibt ja doch immer diesen Spagat ein bisschen, kein Bürger möchte überwacht werden. Es gibt Datenschutz, die Datenschutzgrundverordnung und zahlreiche Regeln, die diese Überwachung eben, dass keine Überwachung der Staatsbürger stattfindet. Und ich finde das ja eigentlich auch richtig und gut. Und auf der anderen Seite ist natürlich immer dieses Spannungsverhältnis, hat die Polizei dann genug Mittel in der Hand, um Telefone abzuhören und um sowas zu verhindern? Wie sehen Sie dieses Spannungsverhältnis? Ist da genug getan worden oder kann man das auch nicht ausgleichen? Man muss halt dann zur Kenntnis nehmen, alle werden überwacht. Das ist natürlich ein Spannungsverhältnis und man kann sich hier nur annähern, dass vor allem der Missbrauch von gesammelten Daten verhindert werden soll. Diesen Missbrauch gibt es ja, wie wir wissen, durchaus auch schon in Österreich, obwohl es strenge Bestimmungen gegen Überwachung gibt.
Und es ist ja ein bisschen paradox, dass dieser Anschlag verhindert werden konnte durch eine Überwachung durch einen ausländischen Dienst, weil die österreichischen Dienste die Befugnis nicht haben, weil hier ein Verfassungsgerichtshof Erkenntnis dagegen steht. Und ich glaube, da gibt es schon Diskussionsbedarf, wenn schon andere Nachrichtendienste, die wir nicht kontrollieren können, uns überwachen, dann sollte man die Befugnis auch den österreichischen Diensten geben, wo es dann auch eine entsprechende Kontrolle geben kann. Wird eigentlich abhängig vom Ausland, dass wir solche, ich glaube in dem Fall waren sie die Amerikaner, dass wir solche Informationen bekommen und ein bisschen auch natürlich abhängig davon, wie viel Interesse da an Österreich besteht, ob man so eine Information dann überhaupt bekommt oder nicht. Klarerweise haben große Nachrichtendienste auch ganz andere Kapazitäten. Supermächte wie die USA, aber auch andere haben natürlich auch globale Interessen. Und das können wir gar nicht alles kompensieren. Da haben wir natürlich ein Interesse an einer internationalen Kooperation. Und die hat in dem Fall Gott sei Dank gewirkt. Trotzdem sollte man natürlich möglichst die eigenen Kapazitäten ausbauen und zur Verfügung stellen, damit man nicht abhängig ist, ob ein ausländischer Dienst gerade eine Beobachtung hier im eigenen Land unternimmt. Jetzt war natürlich die Emotion vor allem bei der Absage von dem Taylor Swift-Konzert wahnsinnig groß. Weinende Menschen, Leute, die hier angereist sind, die ihre Urlaube verschoben haben und Kinder auch, die sich schon wirklich seit ewig darauf gefreut haben. Was glauben Sie denn, was wird denn das für eine politische Implikation auch auf die Nationalratswahlen haben? Spielt das eher einer FPÖ in die Hände, die jetzt natürlich sagen kann, gut, wir haben es immer schon gesagt, das funktioniert so einfach nicht. Oder einer ÖVP, also springen ja schon alle jetzt ein bisschen auf den Zug auf und versuchen das auch politisch zu nützen. Welcher Partei, glauben Sie, wird das nützen am Ende? Ja, es ist natürlich klar, dass die FPÖ das schon seit 30 Jahren sagt, dass bei der Integration etwas nicht funktioniert und dass man hier strenger vorgehen muss. Andere Parteien haben das anders gesehen. Jetzt wissen es sowieso alle besser. Als Wahlkampfthema eignet sich so etwas meistens schlecht. Da kann man nur hoffen, dass eine kommende Bundesregierung hier mehr Verantwortung übernimmt, weil es geht ja hier um ein umfassendes Konzept. Also gerade wenn man die jetzige Tätergruppe aus dem Islamismus hernehmen, da geht es ja darum, jetzt wirklich auch die Terrorbereiten aus dem Verkehr zu ziehen, aber auch das Umfeld entsprechend zu bearbeiten. Weil es ist vielleicht nicht ganz aufgefallen, aber das sind so Nebenaspekte, dass der Zweite, der verhaftet worden ist, ja schon unter Observation gewesen ist durch die Staatssicherheit. Warum? Weil er in einer radikalen muslimischen, in einer Moschee gewesen ist, hier in Österreich. Da frage ich mich aber wirklich, wie ist denn das möglich? Warum gibt es in Österreich noch radikale Moscheen, wo solche Leute dann beobachtet werden? Die gehören radikal geschlossen. Es kann bei uns keinen Platz für Extremismus geben. Da haben auch die islamischen Organisationen eine große Verantwortung. Hier geht es auch wirklich um die Arbeit gegen den politischen Islam, dass man also unter Missbrauch der Religion hier gesellschaftspolitische Ziele in Richtung einer Umgestaltung unserer liberalen Gesellschaft in Richtung Scharia unternimmt. Das alles muss klar sein und da sollte es einen parteiübergreifenden Konsens geben, dass es in Österreich in Zukunft nicht mehr akzeptiert wird. Schon allein die Verunsicherung ist ja eigentlich Teil des Schadens, weil wenn man nicht mehr ruhig und sicher auf eine größere Veranstaltung gehen kann, dann ist ja eigentlich ein Teil des Schadens, hat sich dann schon verwirklicht, ohne dass mehr passiert ist, einfach nur diese Verunsicherung und diese Angst, die sich irgendwie breit macht. Das ist richtig und man muss natürlich versuchen, dass solche Absagen die absolute Ausnahme sind. In dem Fall, glaube ich, war es richtig, denn das Risiko war einfach zu groß, weil der Informationsstand noch zu gering war und die Information ja sehr knapp am Ereignis gewesen ist. Und die Absage natürlich die 200.000 Swifties hart trifft, aber ein Konzert kann man nachholen, das Leben kann man nicht mehr zurückgeben. Deshalb glaube ich, war es richtig. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich vollkommen recht. Man darf den Terroristen und den Extremisten, egal woher sie kommen, den Gefallen nicht tun, dass wir Angst haben vor ihnen und jetzt unser Leben ändern. Die müssen sich ändern in ihrem Gehabe und nicht wir müssen unsere Lebensgewohnheiten abändern. Ja, das Thema ist jetzt auf jeden Fall wieder sehr in den Blickpunkt gerückt, weil sehr viele Menschen eben auch persönlich davon betroffen waren. Herr Bescheibner, vielen Dank für das Interview und für die Einschätzung der Sicherheitslage. Und bei Ihnen darf ich mich fürs Zuschauen bedanken. Sehr gerne.